Das Thema der Session war Respekt im Netz, Partizipation der Schüler als notwendige Voraussetzung für eine nachhaltige Wirkung. Ich habe in dieser Session ein Modellprojekt vorgestellt, was an einer Schule durchgeführt wird. Das heißt, Cybermobbing ist nicht cool, wo unter Beteiligung von Schülern, Lehrern und Eltern in einer Projektgruppe Regelwerke entwickelt werden, die im System der Schule, also in die Klassenordnung, in die Schulordnung, ins Schulprogramm und ins Leitbild der Schule integriert wird, mit dem Ziel, dass Cybermobbing an dieser Schule keine Perspektive ist und keine Zukunft hat. Dieses Projekt wurde sehr mit Interesse und als nachahmenswert von den Teilnehmern wahrgenommen. Wir haben eine intensive Diskussion geführt, warum es wichtig ist, Schülerinnen und Schüler von Anfang an in den Prozess zu integrieren, weil sie nur, wenn sie am Anfang dabei sind, auch eine Verantwortung für die Umsetzung der Regelwerke wahrnehmen. Und es war ein gutes Beispiel, dass die Schülerinnen und Schüler eine Selbstverpflichtungserklärung erarbeitet haben, in der SV abgestimmt haben und diese in der Schule wirksam werden lassen.